Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Darkness 2. Ich glaube, ich muss mir dieses Wegzeige-Dingsbums-Marker hier, Dingsbums, woanders hinlegen, weil das nervt hier absolut. Hallo, hallo. Der sieht doch voll gut aus, ey, ohne Spaß. Ist ja unglaublich. So, hier überall Wasser anmachen. Bezahle sowieso ich den Scheiß, dann können wir das auch hier, ne? So. So. Kann man hier nicht irgend... Ah, cool, Radio einlöschen. Wir machen es wieder aus. Da kommt bestimmt nur GEMA-Musik und das wollen wir jetzt nicht. So. Toll, warum gibt es hier keinen Durchgang? Das ist total bescheuert. Ich hätte da einen Durchgang gebaut. Wäre viel sinnvoller gewesen als eine Mauer. Macht gar keinen Sinn, sowas. So. Hier müssen wir aber nicht hin, ne? Nee. Okay. Oh, was haben wir denn hier? Now? Josiah? Josiah? Bestimmt ein super Buch. Muss man bestimmt... Oh, hier. Oh, was ist denn hier? Die wahre Offenbarung. Ein Relikt für 300 Essenzen. Vermute ich. Ist komisch, dass wir hier nirgendwo raus können und so. Wir sind gefangen an unserem eigenen Haus. Badewanne. So, alles anmachen. Na gut, dann, ich glaube mehr. Hier ist Tatsache nicht so viel zu sehen. Ich muss unbedingt den mal irgendwie mal umbauen. Cooler Truhe. Die Bilder sind cool. Die Bilder finde ich geil. Die finde ich gut. Gut, dass er es zurückbekommen hat, was? Was meinst du? Kennst du den Ausdruck, leg dich mit dem Bullen an und du bekommst die Hörner ab? Was geht denn hier? Oh, leg dich mit Jackie an und du bekommst sein Mojo ab. Sein Mojo. Sein weißes Mojo. Sein Mojo zurück hat, leg dich nicht mit uns an. Butcher und Leo. Ich meine, Butch, Leo. Hey, Boss, wir haben gerade über dich gesprochen. Schön, dass du deine Mojo zurück hast. Schicken wir den Pennern, die sich mit uns anlegen wollen, eine Nachricht. Das sehe ich auch so. Wir sind bereit, wenn du uns brauchst, Boss. Alles klar. Aber erstmal muss ich mich umziehen, Männer. Wenn du mich fragst, ist er nicht mehr derselbe seit der Jenny. So, zünde eine Kerze für Jenny an. Moment. Bevor ich das tue... Ich muss schon sagen, der hat eine geile Badewanne, ey. Leck mich am Arsch. Und der hat eine Dusche, die ich nicht anmachen kann. Wahrscheinlich hat er die Wasserrechnung nicht bezahlt. Toll. Hat er schön gemacht, der Herr Jackie. Ist, was weiß ich, wie der mit Nachnamen heißt. Ich muss mir den Nachnamen mal angucken. So, wir machen jetzt eine Kerze für Jenny an. Das ist wahrscheinlich unsere Freundin gewesen, unsere Geliebte, unsere Lebenspartnerin im ersten Teil vermute ich, und irgendwie die ist gestorben. Das haben wir im ersten Teil in der Rückblende gesehen. Mehr weiß ich halt leider nicht von der guten Jenny. Ich habe dich heute wieder gesehen. In der Gasse. Unten auf den Gleisen. Ich sehe dich immer noch. Überall. Du quälst dich mit ihrem Andenken, Jackie. Was? Jenny hätte das niemals gewollt. Es macht mir Angst, dass du wie dein Vater Carlo bist. Er konnte auch nicht einfach loslassen. Tante Sarah? Es geht mir gut. Wie oft muss ich es dir sagen? Du bist ein schrecklicher Lügner, Jackie. Manchmal denke ich, ich sehe sie und es ist, als wäre sie noch da. Aber das ist sie nicht, Jackie. Du hast Jenny vor 2 Jahren beerdigt. Ich weiß. Hör zu, Tante Sarah, danke für deine Fürsorge, aber mir geht's gut. Ich habe einfach viel um die Ohren, das ist alles. Na schön. Solltest du jemals den Mut finden, wirklich über alles zu reden, komm in mein Zimmer. Wir diskutieren weiter. In Ordnung. Wenn du es nicht anders willst, lass uns reden. Was meinst du mit wie mein Vater? Ich habe deinen Vater geliebt. So wie jeder. Er hatte so eine Art an sich. Aber bevor wir ihn verloren haben, konnte er nicht loslassen. Er war besessen. Und diese Besessenheit hat ihn verschlungen, Jackie. Ich will nicht mit ansehen, wie mit dir das Gleiche passiert. Wovon war er besessen?
Das ist nicht wichtig. Du musst nur loslassen, Jackie. Du musst dein Leben weiterleben. Das tue ich, Tante Sarah. Das tue ich. Du bist wirklich der schlechteste Lügner, dem ich je begegnet bin. Und ich bin unter Dieben aufgewachsen. Also was? Sehe ich etwa Gespenster? Ich glaube nicht an Gespenster, Jackie, aber ich glaube daran, dass man heimgesucht werden kann. Du musst dich zusammenreißen und loslassen. Du hast recht. Warum hast du immer recht? Bringt das Alter mit sich, Kleiner. Wir reden später, Tante Sarah. Du weißt, wo ich bin. Und jetzt geht hinfort. Verlasset meine Gemächer. So, was soll ich jetzt tun? Hilfe. Oh, Pons. So, ich denke mal... Nein. Hallo. Mir wird hier auch irgendwie gar nichts angezeigt. Soll ich irgendwie baden gehen? Guck mal. So, nein. Nein, auch nicht. Baden soll ich auch nicht gehen. Gut, dann gehe ich mal hier raus. Was sollen wir denn jetzt tun? Soll ich hier runterspringen vielleicht? Nein, runterspringen soll ich auch nicht. Okay. Hier soll ich erstmal auch nichts machen. Schlafen soll ich nicht, kacken soll ich nicht, anziehen. Ich soll mich doch neu anziehen. Haben wir hier vielleicht irgendwo einen Anzug liegen? So vielleicht frei. Nee, irgendwie nicht. Ja. Moment, ach so, nee. Wasserhahn? Hier? Was? Okay, was soll ich jetzt tun? Ich hab keine Ahnung. Wir gehen einfach mal wieder runter. Oder so. Ah, rede mit Vinny im Atrio. Hey, Boss. Yo, Vinny. Was geht, Boy? Du musst jemanden für mich finden. Johnny Powell. Er lebt unten an der Queensboro Bridge. Finde ihn und bring ihn hierher. Johnny Sofort. Powell. Hey, war das nicht der Typ, der dir mit deinem Mojo geholfen hat? Das war echt schräg. Was ist eigentlich aus dem Kerl geworden? Spielt keine Rolle. Ich brauche ihn zurück. Bring ihn auf einen Besuch vorbei. Und hey, du brauchst nicht nett zu ihm zu sein. Wie du meinst, Boss. Ich schicke Eddie und Frank los, um ihn zu holen. Oh, Jimmy wartet in deinem Büro. Er hat Hinweise auf die Kerle, die uns heute Nacht angegriffen haben. Danke, Vinny. Jederzeit, Boss. Ich schicke Eddie und Frank los, um diesen Johnny Powell aufzugabeln. Sag Bescheid, wenn du sonst noch was brauchst. Achso, mein Büro ist unten. Bin hier, Boss. Sag einfach Bescheid. Moment, kann ich mit dir reden? Jackie! Yo, was geht? Vinny! Ich kann mit Vinny leider nicht reden. Vinny Würstchen ist gerade nicht zu sprechen. Schade. So, hier haben wir natürlich das übliche Gedöns. Hahaha. Hahaha. Ah, oh, hier ist die Küche. Ah, hier waren wir schon drin. Hier ist ja der Typ. Okay. Alles klar. Ach, Fernsehen hat er sich angemacht. Ja, ja, ja. Ach, Jimmy, die Traube, das bist Jackie. Du. Schön, dich in einem Mensch, Stück zu sehen. Siehst auch ein bisschen aus wie eine Traube, wie eine verschrumpelte Traube. Schon fast wie eine Dattel, mein Freund. Vinny sagt, du hast Informationen für mich. Die Sache im Restaurant. Ich habe gerade von Emilio Campese gehört, dass jemand unser Lagerhaus am Hafen in Brand gesteckt hat. Und Freddy sagt, dass zwei unserer Jungs vor Ginos Feinkost heute Nacht erschossen worden sind. Jemand plant eine Übernahme. Wer auch immer das getan hat, er ist tot. Hörst du, Jimmy? Das ist der Jackie Estacado, den ich kenne. Vinny sagte mir, du hättest dein Mojo heute Nacht zurückbekommen. Wurde auch langsam Zeit. Erzähl endlich, was du weißt. Einer der Kellner hat einen der Typen erkannt, die heute Nacht im Restaurant waren. Einen Kerl namens Swifty. Swifty? Hab schon von dem Scheißer gehört. Leitet eine Pokerrunde in einem Billardsalon auf der 73. Bin ihm noch nie begegnet, aber jetzt bin ich eindeutig dazu bereit. Vinny trommelt ein paar der Jungs zusammen. Lass uns wissen, wenn du bereit bist. Alles klar, Junge. Vinny Würstchen, komm, wir müssen gehen. Wir haben zu tun. Zum Jackie, Glück bist du schon hier. Typ, ey, er steht schon hier und er weiß über alles Bescheid. Sollen wir diesem Arschloch Swift einen Besuch abstatten? Aber hallo. Schlagen wir ein paar Köpfe ein. Richtig so, Boss. Auf geht's. So, rufen wir mal den Aufzug hier. Ich bin der Boss, ich muss nicht selbst drücken. Los, drück nach gut, unten. Dann mal los. Gehen wir an die Arbeit. Los, drück nach unten, habe ich gesagt. Geht doch. Willst du was Witziges hören? Als Kind hatte ich eine scheiß Angst vor der Dunkelheit.
Ich hatte das Gefühl, da draußen wäre etwas. In den Schatten. Das wartet. Tante Sarah sagte immer, ich sei clever. Sie sagte zu mir, Jackie, entweder kontrollierst du deine Ängste oder sie kontrollieren dich. Und ich wollte sie kontrollieren, glaub mir. Ich hab's versucht. Aber jede Nacht lag ich da, unter der Decke und versuchte mich zu überzeugen, dass das, was da draußen war, nicht existierte. Zum Glück ist der Scheiß vorbei, ha? Huh? Ja, zum Glück. Wäre sonst ziemlich blöd. Hey, Jackie ist hier. Hey Jackie, kannst du mir mal helfen? Moment. Der Mann sagt, ich soll nichts Schweres heben. Na, dann solltest du ja gerade kein Problem haben, Kumpel. Lustig. Yo, Jackie. Voll lustig. Halt die Fresse. Und du hast diese Woche niemanden mehr umnietet. Ich will ihn töten. Ich gehe das an, wenn ich es angehen will. Was willst du, Traube? Bereit für deine Show? Ja, Dattel. Schubst mich einfach in die richtige Richtung, Jimmy. Lass uns gehen. Swifty war in dem Restaurant, bevor alles passiert ist. Er führt eine exklusive Pokerrunde in einem Billardsalon um die Ecke. Mir nach. Das ist Swifties Nachbarschaft, Jackie. Wir haben hier nicht viele Freunde. Und diese Kerle da drin bei Swifty, die sind auch nicht gerade freundlich. Mir egal, wenn ich alle töten. Gut, meine Stimmung ist nämlich besonders unfreundlich. Sagt Vinny, die Jungs sollen alle Ausgänge abregeln. Keiner verschwindet hier lebendig, bevor ich ein paar Antworten habe. So ist gut, Jackie. Jackie, da bist du ja. Oh, hey, hi, Jackie. Halt die Schnauze. Sind das Bellutis? Ah. Action. Jetzt geht ein bisschen Action. Das ist eine Action-Poker-Runde, wie sie sich doch gehört. Aber erstmal würde ich sagen, wenn wir ein paar Essenzen verkaufen. Sowas können wir hier machen. Greift den Finsterling und wirf ihn auf Gegner. Er krallt sich fest und reißt sie mit Freude in Stücke. Das ist cool. Schleudert einen Feind in die Luft und schmetter ihn dann auf den Boden und mit dieser Explosion Feind in den... Das ist auch cool. Ich glaube, ich nehme erstmal das hier. So. Scheiße. Zerfetzen und verstümmeln! Ja, zerfetzen. Okay, du lautiger und zerstümmeln. Und zeig mir, was du drauf hast. So. Tot, Junge. Als Blödes, ich habe gar keine Waffe. Das Letzte, was du siehst, ist der Lauch Echt? Moment. Ich habe ihn nicht getroffen, willst du mich verarschen? So, hier. Kackratze, du. So. So, zack. Weg mit dir. Ich habe gesagt, weg mit dir. Moment. Aua. So. Ja, mal töten, ich habe ein Problem. Ich bin nämlich bald tot. Ah, Hilfe. Hilfe. So, okay, jetzt. Wo schießt der denn? Ach, da hinten. So. Bitch. Geile Mucke. Ich glaube, geh mal Mucke. Aber das macht ja nichts. Ist mir egal. So, ein Relikt. Nehmen wir mit. 300 Essenzen können wir gebrauchen. Was? Ah. Weg. Böses, böses, böses Licht. Ah, cool. Das nehme ich mit. Wir stehen hier rum, weil ich sage, dass wir hier rumstehen. Hast du verstanden? So muss ich das extra wegschmeißen, um hier Munition zu holen. So, da waren wir gerade drin. Alles klar, wo müssen wir lang? Dahin? Dahin? Lass mal hier gucken. Hier ist nichts, alles klar. Ausschalten, so. Aha. Auch gut. Ich hab doch gerade ausschalten. So. Ruhe im Karton. Keine Zeit, wir wollen... Dürfen wir raus? Nein, dürfen wir nicht. So ein blöder Kack. So, pass auf. Hat's gebracht. Und dunkel. Er hat unsere Leute erledigt. Er hat sie alle erledigt. Ich hör dich, du Idiot. Sonst jetzt geht's euch an den Kragen. Muss hier noch Ziel auf seine Knie. Halt ihn von mir fern. Du noch mehr? Ha? 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 Weg. Oh, hier ist Licht, verdammt. Licht ist nicht gut. Ja, halt die Fresse, Licht ist nicht gut, habe ich gesagt. Hör mir doch mal zu.
Ein Finsterling zu dir. So, ich nehme mal das hier als Schutz. Alter, voll die Action-Pumpgun. Ich mag den kleinen Kerl. Guck mal, der ist voll clever. Der hilft mir auch. So. Läuft. Was? Du schießt auf mich? Finde ich so tendenziell irgendwie nicht in Ordnung. Ja? Ziemlich unfreundlich von dir. So, wir klauen mal die ganzen Herzen. Einfach, weil das ist eine coole Sache. Ach, guck mal, hier kann ich... Ah, cool, ich habe wieder Essenzen. Dann kann ich mich jetzt... Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Da kaufe ich das. Jetzt kann ich ihn schmeißen, den kleinen Burschen. Wo ist er denn? Ach, guck mal hier, mein kleiner Schnuckelputzer. Ja, das gefällt mir richtig. So. Was? Hast du gesagt, fick dich? Und mit diesem Mund küsst du deine Mutter? Das finde ich nicht in Ordnung. So, das nehme ich mit. Komm schon, jetzt muss aber einer kommen. Guck mal, ich dich auch. Bitte lass ihn noch einen sein, bitte lass ihn noch einen sein, bitte! Also ich lebe immer noch. Wollte ich nur mal gesagt haben. So. Echt? Wo? Ach, Kinder, 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 Kinder. Moment, Moment, Moment. Ach so, ich dachte, damit er dir besser in den Arsch treten kann. Aber das natürlich auch jetzt, ne? So, ich nehme mal die Waffe eher für die Lampen. Ist hier irgendwas? Nö. Ach, immer alle Lampen ausschießen. Kann man auch einfach Licht ausmachen. Okay. Ah, hier kann man wieder Essenzen kaufen. Essenzen kaufen, ey. Kann man wieder... Was ist das hier? Der Kampfgürtel, der kommt nehmen wir auch, würde ich sagen. Das ist eine feine Sache. Das ist eine feine Sache, sowas. Ich weiß nur noch nicht, wie das hier mit dem Speichern genau funktioniert, aber das macht nichts. Ah, okay. Einfach alles geschnappt. Wer zum Teufel hat dich engagiert, Swifty? Deine Mutter. Du siehst nicht schlau genug für so eine Aktion aus. Leck mich, du warst schwach, ich habe es ausgenutzt. Und jetzt bringe ich es zu Ende. Oh, was ist das? Das ist so eine Art Bosskampf? Mal sehen, wie du damit zurechtkommst, Flachwichser. Wir brauchen mehr als nur Kugeln, um das Ding zu erledigen. Okay. Keine Sorge, Jackie. Hoi, bam! Okay. Für dich, Esther Kado, du dämlicher Fleischklumpen. Was macht er denn jetzt? Scheiße. Wo ist denn dieser komische... Ah. Mann, nicht das. Ich hab ein paar Propantanks gefunden. Ja, halt die Backen. Hier. Pass auf, Jack. Au, du beschissenes Arschloch. Hol mir noch mehr. So. Weg. Ja, genau. Jetzt muss ich auf die achten und auf den Pisser. Achso. Mir ist scheißegal, ob du feststeckst. Okay, wir sind wieder im Geschäft. So, töten. Alles klar. Munition. Ah, da ist noch ein Propantank. So. Gott verdammt! Lutsch daran, Jackie! Lutsch daran, Jackie! Ups, Verzeihung! Töte ihn! Jackie, du musst schneller nachladen. Ah gut, der kommt nur mit so einer komischen Waffe auf mich zu. Was er sich davon verspricht, weiß ich auch nicht. Ach, hat die Fresse. Woo! So, bam! Weg mit euch, kleinen Nudden. Wie viele von diesen verschissenen Dingern brauchst du eigentlich? Ja, wenn du da immer woanders... Wo bist du denn? Ach, da. Oh. Lol? Kommt da einer mit dem Kettensägen-Ding links? Du beschissenes Arschloch. Ups, Verzeihung. Ups, Verzeihung. So, pass mal auf. So, ich hätte ihn jetzt auch mit den Händen töten können, aber ist egal.
Ich dachte mir, so ist das ein bisschen amüsanter. So, gib her jetzt. Ach, deine Mutti, Junge. Aua. Oh, Munition, netter Shit hier. Au. Geh doch weg hier. Ja. Ich bin nur dabei, Junge. Hallo. Nein! Ach, deine Mutter, komm schon, ich war doch kurz vor meinen Namen, nimm doch nicht! Du bist mein Gefäß. Kleine Noten hier. Okay. Der hat eine Niete gezogen, ist ja lustig. So. Das Blöde ist. Was? Was? Da. So. So leicht kriegst du mich nicht. Nee. Fick dich, Junge. So. Weg. So, der ist down. Scheiße, ich muss nachladen. Ist er tot? Ich würde sagen, ja. Das Blöde ist. Scheiße. Oh, in der Licht, Junge. Im Licht ist man echt schnell down. Vorsicht, Jackie! Wie viele von diesen verschissenen Dingern brauchst du eigentlich? So, hier, bam. Fick dich, Estacado! Nein, deine Mutti. Kriegst du mich nicht. So, töten, dann krieg ich ein Leben. Nice. So. Das auch noch leben. Wie viele von diesen verschissenen Dingern brauchst jetzt, du eigentlich? Halt's mir da hin, jetzt da down. Down, Junge. Bam! Ich hätte ja auch noch so eine Schubkarre, wenn einer möchte. Ha? Hier. Was? Guck mal, da hinten ist doch einer, ist ja süß. Komm mal hoch, komm. Na, jetzt komm. So. Ich finde cool, dass es in so eine Zeitlupe geht und dann ist er tot. Das finde ich geil. Das finde ich echt extrem geil. Und ich muss sagen, bisher, auch wenn der Grafik mir immer noch nicht so ganz gefällt, ich finde das Spiel cool. Macht schon Spaß. Muss ich mal einfach so neidlos anerkennen. Moment, der hat da noch ein Herzlein. Das will ich natürlich nicht verpassen. Ja. Kung Pao Hühnchen. Achso. Jetzt haben wir den krassen Endkampf. Oh, fuck. Licht, wo ist hier Licht? Hilfe, wo ist hier Licht? Scheiß Licht immer. Da. Dann mach du doch alle Lichter aus. Du kannst das da auch, du Arschkeks, ey. Was ist hier? Die Dreifaltigkeit. Jetzt haben wir den Kampf gegen den großen, gegen die große Abrissbirne gewonnen, möchte ich mal sagen. Dann werde ich an der Stelle auch die Folge beenden. Genau vor dieser Tür. Ich bedanke mich bei euch. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.